Namaste. Ich möchte dir heute eine Erdungsübung vorstellen. Und zwar ist es eine der stärksten Erdungsübungen, die ich kenne. Heißt die Wiederanbindung an das Magnetfeld der Erde. Sehr simple Übung, kannst du immer dann ausführen, wenn du merkst, dass sehr viel Betrieb oben im Kopf ist, wenn du deinen Körper gar nicht mehr so spüren kannst. Oder wenn dir irgendwie kalt ist, du merkst, oh, der Boden zieht dir unter den Füßen weg, ja, dann lade ich dich ein, diese Übung auszuführen. Nimm einen bequemen Stand ein, die Füße gern etwas weiter und hüftbreit auseinander, sodass die Fußinnenkanten parallel zueinander stehen. Die linke Hand gibst du nach außen und zwar mit der Handfläche nach oben. Die rechte Hand zur anderen Seite mit der Handfläche nach unten. Die Schultern rollst du kreisend nach hinten unten und schaust erstmal, dass du einen aufgerichteten Stand hast. Du darfst gerne die Augen schließen und ein paar Mal in den Bauchraum atmen. Und das Schöne ist, diese Übung wirkt von ganz alleine. Ein, zwei Minuten ausgeführt, schon sehr kraftvoll. Das ist die eine Möglichkeit, wie du diese Übung anwenden kannst, übers Geschehen lassen. Eine zweite wäre jetzt, dass du in die Vorstellung gehst. Und zwar über die linke Hand kommt die Energie von oben, über die linke Handfläche, strömt ein in den Körper, füllt sich voll von unten den Füßen an bis nach oben zum Scheitel und alles Überschüssige, alles verbrauchte Alte wird über die rechte Handfläche nach unten abgegeben zur Erde. Das wäre die Übung mit innerer Vorstellung, mit Visualisierung. Egal, wo du dich gerade befindest, ob mit Vorstellung oder ohne, einfach geschehen lassen. Halte noch für etwa eine Minute ganz in der Stille und schau, was bei dir im Inneren passiert. Ich werde dir nach der Minute Bescheid geben. Gut, dann löse langsam die Hände, Füße wieder etwas näher zusammenbringen und mal reinspüren. Gerne auch hier wieder mit geschlossenen Augen. Wie fühlst du dich gerade? Wie ist der Unterschied zu vor der Übung? Wie fest, wie geerdet stehst du? Diese Übung also sehr gut geeignet, wenn du dich erden möchtest. Ein, zwei Minuten reichen meist schon, kannst die Übung natürlich auch länger ausführen. Viel Spaß beim Üben. Namaste.